Ein Herzfehler. Verstehe. Austertraum in seiner Karriere als Sporttrainer. Und das in seinem Alter, können Sie sich das vorstellen? Plötzlich ist der ganze Lebensplan einfach... einfach futsch. Ich hab dir vertraut, wie... wie keinem anderen Menschen auf der Welt. Lydia, ich... bitte verzeih mir. Ich wollte nur, dass du und Sebastian, dass ihr glücklich werdet. Und dann hast du dir gedacht, es macht ja nichts, unsere Ehe mit einer Lüge zu beginnen? Und ab jetzt nur noch die Wahrheit, ja? Ich frage mich wirklich, wo du deine Stärke hernimmst. Das ist normalerweise mein Text. Elisabeth, ich kann nicht mehr. Ich bin müde, ich bin erschöpft. Carla, das kann ich gut verstehen, aber wir dürfen nicht aufgeben. Nicht bei Ansgar. Jemand wie er darf nicht siegen. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Bitte, Carla, du darfst jetzt nicht kapitulieren. Dann hätte Ansgar genau das erreicht, was er immer wollte. Wir werden einen Weg finden, ganz bestimmt. Ja, wie soll der denn aussehen? Ansgar hat alle Trümpfe in der Hand und wir haben nichts. Wir sind ihm ausgeliefert. Und genau das hätte Johannes nicht geduldet. Niemals. Egal, ob Ansgar alle Gesetze dieser Welt hinter sich hat. Moralisch sind wir im Recht und dafür müssen wir kämpfen. Auch jetzt, wo Leonard nicht hier ist. Wir müssen doppelt stark sein. Ich will nicht stören. Dana hat gerade angerufen. Sie kommt heute nicht. Sie ist erkältet und will Sophia nicht anstecken. Gut, ja, das ist auch besser so. Danke. Dann werde ich alle Termine absagen. Aber ich könnte doch auf die Kleine aufpassen. Sicher? Ich habe heute meinen freien Nachmittag. Ich würde mich riesig freuen, ein bisschen mehr Zeit mit Sophia zu haben. Du hast recht. Wir dürfen nicht aufgeben. Auf keinen Fall. Hey Jungs, braucht ihr noch zwei starke Arme? Klar. Dann packen wir mit an. Ja, dann. Drei. Auf den Hänger oder was? Ja, wohin? Ein Stück. Ja. Ein bisschen höher. Warte. Junge! Schlapp oder was? Christian. Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Ja, alles in Ordnung. Ich habe gerade nur irgendwie schlecht Luft bekommen oder so. Wissen Sie was? Sie sollten sich für den Rest des Tages frei nehmen. Nein, das geht gleich schon wieder. Ach was? Ach Unsinn. Sicher ist sicher. Also, Sie sollten hier wirklich nicht den starken Mann markieren. Stimmt's? Ja, alles klar. Mit so einer Krankheit ist nicht zu spaßen. Das hatte nichts mit meiner Krankheit zu tun. Das Ding da ist einfach mörderschwer. Kill your bed, warm hands down on the broken road.
Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich dir auch. Du glaubst gar nicht, wie erleichtert ich bin. Papa, wenn du es noch einmal sagst, dann überlege es mir noch mal. Da ist sie wieder, meine alte Lydia. Komm, lass dich noch mal drücken. Vielleicht solltest du mit ihm auch noch mal reden. Da gibt's nichts mehr zu reden. Sebastian hat's verbockt und zwar endgültig. Er hat mich einfach einmal so oft betrogen. Wahrscheinlich brauchst du noch ein bisschen Zeit. Wir sehen uns. Selbstverständlich steht die Holding trotz des kürzlich erfolgten Führungswechsels nach wie vor erheblichen Herausforderungen. Deswegen möchte ich Sie bitten, für Ihre Abteilung eine Effizienzanalyse zu erstellen. Entschuldigen Sie bitte die Verspätung. Je später, desto lieber. Meinetwegen hätte es auch ganz wegbleiben können. Ach, ich hatte noch zu tun, Ansgar. Tut mir leid, aber es war mir ein Herzenswunsch, da es doch immer wieder so unterhaltsam mit dir ist. Ach, sag mal, was macht eigentlich Elisabeth Brandner hier? Ganz einfach. Elisabeth von Lahnstein ist ab heute meine persönliche Assistentin. Na, sieh mal einer an. Wir sanieren also die Lahnstein Holding dadurch, dass wir Sozialfälle beschäftigen. Bin ich ja froh, dass ich Sie, meine Herren, wenigstens aufgrund Ihrer Qualifikation eingestellt habe. Apropos, wolltest du nicht noch etwas bekannt geben? Ja, in der Tat. Ich habe meiner Gattin den Immobilienzweig der Lahnstein Holding übertragen. Ich danke meinem Mann für sein Vertrauen in meine Fähigkeiten und freue mich auf die neue Herausforderung. Immerhin habe ich einen der größten und wichtigsten Geschäftszweige der Lahnstein Holding übernommen. Soll ich Ihnen eine Suppe zubereiten lassen? Nein, danke, es geht schon wieder. Na, alles okay? Olli, weil du so gebannt da zu diesen Gärtnern starrst. Ach, nee, alles bestens. Wirklich alles okay? Ja, alles gut. Und was hast du jetzt vor? Woher weißt du denn eigentlich, dass ich frei hab? Wie, du hast frei, warum das denn? Einfach Glück. Hey. Sollen wir irgendwie an Rhein oder an See fahren? Du, ich bin eigentlich gar nicht deinetwegen hier. Ach nee? Hey! Hey, da bist du ja schon. Hallo. Ja, du, ich hab gedacht, du musst arbeiten und da hab ich mich mit Rebecca verabredet. Das ist doch nicht? Doch, das passt schon. Oder? Nein, ach, kein Thema, Quatsch. Cool. Dann sehen wir uns später, ja? Ja. Gut. Viel Spaß. Dankeschön. Und du komm her. Ciao. Ciao. Ansgar, was soll das? Ich weiß gar nicht, wovon sie redet. Du etwa? Nein, ich weiß auch nicht. Du weißt ganz genau, wovon ich rede. Ich habe gerade einen Anruf bekommen von einem meiner wichtigsten Geschäftspartner. Und? Ja, was und? Er wollte seine Gemäldesammlung dem Auktionshaus in Kommission geben. Und was machst du? Ja, richtig. Ich habe ihm abgesagt. Darüber regst du dich so auf? Ansgar, das kannst du nicht über meinen Kopf hinweg entscheiden. Das ist mein Geschäft, mein Aufgabenbereich und mein Kunde. Möchtest du einen Kaffee? Ich will, dass du Herrn Brockmann jetzt anrufst und das rückgängig machst. Carla, ich erkläre dir das gern noch mal. Ich bin jetzt dein Chef. Ich entscheide, was ich will, wann ich es will und warum ich es will. Das bedeutet übrigens auch, ich könnte deine Entscheidung überprüfen, ändern oder rückgängig machen. Ganz wie es mir beliebt. Das ist hart, Carla, aber du wirst dich dran gewöhnen. Halt den Mund. Ansgar, ich werde nicht zulassen, dass du so mit meiner Arbeit umgehst. Schwesterchen, ich fürchte, dir wird nichts anderes übrig bleiben. Meine Aufgabe hier ist es, ein verantwortungsvoller Chef zu sein. Und das tue ich. Nach meinen Regeln. Am besten fangen Sie da hinten an. Und wenn Sie noch Fragen haben, ich bin gerne für Sie da. Ja, okay? Danke. Ich denke mal, das ist die schönste Frau weit und breit. Oh. Nicht allzu schwer bei der ausschließlich männlichen Konkurrenz, oder? Ja. Da kannst du recht haben. Dann laufen die Vorbereitungen also gut? Spatenstich? Ja, für was sonst? So wie du strahlst sogar sehr gut.
Ich war bei Lydia. Es ist alles wieder okay. Wirklich? Das freut mich. Hier ist ein Stein vom Herzen gefallen. Und was ist mit Sebastian? Was soll mit ihm sein? Ich meine, hat Lydia sich auch wieder mit ihm versöhnt? Nein. Und ich glaube auch nicht, dass sie das vorhat. Schade. Aber es ist Lydias Entscheidung. Und du hast auch keine Ahnung, wo Sebastian sein könnte? So was Blödes. Oh, Elisabeth hat sich erledigt. Ich ruf dich später an, ja? Okay, tschüss. Hey, wie geht's dir denn? Was denkst du denn? So, dass ich am liebsten alleine wäre. Na, wir könnten doch auch zu zweit allein sein. Ich meine, wir sind ja immerhin unter uns. Hm? Na schön, aber nur, wenn du von mir versprichst, mich nicht aufzumuntern oder sowas, okay? Oh, nein. Darauf würde ich niemals kommen. Ich weiß ja, wie schlecht ich darin bin. Ich schätze, im Moment kannst du sowieso nicht viel machen. Du musst Lydia einfach ein bisschen Zeit lassen. Wäre bei mir nicht anders. Weil ihr euch so ähnlich seid, weißt du? Findest du? Du hast sie vorhin im No Limits getroffen, oder? Nicht getroffen, gesehen, aber können wir jetzt bitte... Hey, ihr beiden. Hey. Können wir weiter? Ja klar. Und wenn du jemanden zum Reden brauchst, dann ruf mich einfach an, ja? Mach ich. Ciao. Ciao. Make yourself a prisoner of me. You blind yourself so you don't have to see. You turn your life to a power above. You make yourself. Olli, hi. Nee, alles in Ordnung. Mitbringen? Nee, ich brauche nichts, danke. Wirklich. Also, vielen Dank, alles gut. Ja, tschüss. That we vowed, you broke those rules. You're my hostage now. I'm a sinner, and I'm a sinner. Batschek, er tänzelt um Welt herum. Da, er schlägt zu, rechter Leberhaken, und welter Straube. Aber er kommt zurück. Batschek säckelt zurück und wendet sich durch, und jawohl! Oh, Batschek schwer getroffen und Welter, er bleibt dran. Linker Haken, rechter Haken. Ja, jetzt hat er ihn, jetzt fängt er ihn in die Ecke und er bleibt dran. Und noch ein Schlag von Welter. Tja, als neuer Chef der Holding, steht ihm das seiner Ansicht noch zu? Ja, das bedeutet aber auch, dass er alles kaputt macht, was sein Vater aufgebaut hat. Und du? Dass es der Holding so gut geht, ist auch dein Verdienst. Ja, nur leider interessiert das Ansgar überhaupt nicht. Tja. Ja. Wollen wir mal hier rumschieben? Sophia, komm. Hallo, ihr und zwei. Oh, schau mal. Da ist ja die Mami. Ich bin dann mal oben. Bis später. Schön, dass du da bist. Ist alles gut gelaufen? Lass uns nicht drüber reden. Wir spielen jetzt erstmal ein bisschen weiter. Wenn ich überhaupt mitspielen darf. Hm? Aber natürlich. Hallo. Hey. Und? Fängst heute wieder an zu arbeiten? Thank you.
Wir sind in der sechsten Runde, meine Damen und Herren. Immer noch kein Favorit in Sicht. Beide geben sich nichts. Ein unwahrscheinlich enger Kampf. Bacek kommt mit einer Links-Rechts-Kombination. Aber Welter, die Deckung ist oben. Jawohl, er pariert. Und er tänzelt weit um ihn herum. Und da schlägt er zu. Bacek, er strauchelt. Aber nein, er fängt sie wieder. Oh, das war nicht gut genug. Aber da, Welter hat dran. Er bleibt dran. Aber dann, sie sehen es. Oh, sie gehen sich nicht weit. Herzlich willkommen bei den NRW-Meisterschaften im Boxen. Im Kampf um den Titel in der Gewichtsklasse Mittelgewicht stehen sich heute gegenüber in der blauen Ecke Christian Mark. Hey ho, da bin ich wieder. Aber leider nicht lange. Miriam rotiert unten ein bisschen. Dabei dachte ich schon, wir können uns doch noch einen schönen Nachmittag machen. Rebecca muss sich nämlich um Sebastian kümmern. Aber so ist das. Als Kneipenwirt nie hat man frei. Boxen. Oh, ist blöd. Du, ich muss runter. Arme Kellnerin vor nervigen Gästen beschützen. Ciao. Mit Sophia gemacht. So früh habe ich sie schon lange nicht mehr ins Bett gebracht. Wir sind ziemlich rumgetobt. Du hättest mein ganzes Gesicht sehen sollen. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Also. Carla, du wirkst ein bisschen angesäuselt. Geht's dir gut? Mir geht's hervorragend, danke. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich euch beide vergessen habe. Uns vergessen? Oh, das wäre keine gute Idee. Naja, du solltest vielleicht nicht so hart sein mit Carla. Ich glaube, sie hatte einen ganz anstrengenden Tag. Man erfährt ja schließlich nicht so oft, dass man endgültig entmachtet wurde. Mhm. Na ja, irgendjemand vom Personal wird sie schon finden, der sie tröstet. Lass Stella da raus. Stella habe ich gar nicht gemeint. Gibt doch einige attraktive Frauen unter dem Gesinde. Was meinst du? Na, bei Carlas wenig elitären Geschmack wird sich da bestimmt jemand finden. Hast du Lust auf eine DVD? Ja. Herr Carla, warte mal. Ich mache den Vorschlag zur Güte. Schau mal, jetzt, wo du privat so glücklich bist, da macht es doch eigentlich gar keinen Sinn, dass du deine Zeit im Büro verbringst. Wo doch das Leben so viel Schönes zu bieten hat. Komm zum Punkt. Ja, gemach. Schau mal, uns wäre doch allen damit gedient, wenn du und deine kleine Freundin, ich meine, wenn ihr beide euch ein kleines Häuschen kauft, ein paar Kinder adoptiert und Biogemüse züchtet. Na schön, das mit dem Biogemüse war ein Witz. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich hier so einfach das Feld räume, hm? Carla, ich finde, du solltest dir das überlegen. Ich würde dich voll auszahlen. 25% der Holding. Das ist ein ganz nettes Sümmchen. Weißt du was? Ich bleib hier. Ich werde verhindern, dass du alles kaputt machst, was andere mühevoll aufgebaut haben. Da kannst du Gift drauf nehmen. Sag mal, alles okay bei dir? Ja, klar, muss so sein. Sag du es mir. Hallo. Olli. Heute Nachmittag auf Königsbrunn. Ach, wusste ich's doch. Du bist doch enttäuscht, dass ich mit Rebecca verabredet war, stimmt's? Nein. Ach, Mann. Dabei hätte ich viel lieber Zeit mit dir verbracht, das kannst du mir glauben. So musste ich wieder stundenlang Marathon shoppen. Du Armer. Ja. Jetzt mal raus mit der Sprache, was ist los? Kinderkram. Christian? Ich bin vielleicht nicht der Schnellchecker, aber ich krieg schon mit, wenn mit meinem Freund was nicht stimmt, also. Ich hatte nur wieder Stress mit diesem Butler. Weißt du? Ja. Was war los? Nicht so wichtig. Wir haben jetzt was anderes vor. Komm her. Ja. Ja. Dankeschön. Mach ich. Ja, der auch. Und danke nochmal, ne? Ja, wiederhören.
Komm rein, setz dich hin. Willst du was trinken? Kaffee, Wasser? Kaffee? Hör mal. Glaub mir, wenn ich diese Fälschungssache irgendwie rückgängig machen könnte, ich würde es tun. Im Nachhinein ist man immer klüger. Es tut mir furchtbar leid. Wirklich. Darum geht's überhaupt nicht. Ich glaub dir, dass es dir leid tut, aber es ändert nichts daran, dass ich nicht weiß, wie ich dir vertrauen soll. Immer wenn ich's getan habe, hast du mich wieder angelogen. Immer und immer wieder. Das ist ein bisschen übertrieben jetzt, oder? Ich kann aber nicht mehr. Jetzt warte doch mal, Mensch. Olli, lass gut sein. Oh. Nee, das ist doch nicht so schlimm hier. Wir können es uns auch so gemütlich machen. Schon klar. Christian, das passiert jedem Mal, da ist doch nichts dabei. Ja, was soll auch dabei sein, wenn man nichts mehr auf die Reihe bekommt? Nicht einmal im Bett. Hast du mich nicht verstanden? Bitte lass mich! Jetzt lass es mich doch erklären! Ich will deine Erklärung aber nicht hören. Das wirst du aber müssen. Es geht doch immer nur um dich. Du und dein paranoider Wunsch nach Gewissheit hat mich doch erst dazu gezwungen, den Vaterschaftstest zu fälschen. Damit drehst du jetzt vollkommen durch? Na, überleg doch mal, hätte ich ihn nicht gemacht, hättest du mich verlassen. Hätte ich ihn gemacht und es hätte sich herausgestellt, dass ich der Vater bin, hättest du mich auch verlassen, oder nicht? Und was willst du mir damit beweisen? Verstehst du es nicht oder willst du es nicht verstehen? Du hast mich doch dazu getrieben. Du bist doch eigentlich schuld an allem.